Auf ein Neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Quest Treasures. Im letzten Part haben wir den Bernsteinhorn-Teil gefunden, was einer der Drachenschätze ist, beziehungsweise der Drachensteine, was auch immer. Und davon wollen wir jetzt den letzten holen, der im Winterteil ist. Und dann mal sehen, was dann alles abgeht. Oha, oha. Auf geht die Post. Ab geht die Post. Auf geht die Post. Ja. Ab geht die Post. Auf und ab. Ach, wundervoll. Es ist schon krass, dass Nintendo immer noch Parts bringt zu Pokémon Purpur. Immer noch? Ja, vor allem der letzte Part heißt bei ihm gerade einfach alle Shiny Paradox Pokémon im Kampf. Wow. Was ist denn los mit ihm? Oder Kuraidon und Miraidon im Kampf. Ich weiß auch nicht. Ja, der melkt das Spiel komplett. Ja, irgendwie schon. Der ist jetzt schon bei Part 80. Naja, kann man machen. Ja, bei Reviewer wird auch nochmal was kommen. Irgendwann Warte mal. Aber du hast da gesagt, gib mehr Geld, also ist das sowas Positives. Nein. Was denn? Ich hab dir noch was anderes gesagt. Hast du das schon? Nee, deswegen ja. Deswegen warte ich ja darauf, dass ich es bekomme. Okay. Ich glaube, Jan hat geerbt. Das wäre schön. Müsste ich nicht warten. Aber dafür muss ich erst versterben. Eieiei. Wie soll man denn sonst erben, ohne dass jemand tot ist? Kann das. Du kannst das. Also wenn er Brook ist, okay, aber ansonsten... Ja. Ohne by the way. Das ist ja eh hier mit dem Truhen Detektor, soll man es ja machen. Ach, ist das die Truhe, die wir suchen? Irgendwo, es muss nicht diese sein, aber irgendwo ist hier eine, die wir suchen. Als ob das jetzt direkt der Schatz. Wenn das ist nie. Nein. Ja, dann, das war's dann mit dem Part. Frage, sehen wir das auch gleich, oder? Dann auch nur so eine Schatzkiste. Das ist es, denke ich, nicht. Das muss eine Special Schatzkiste sein. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie ein normaler Schatz ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Unten. Ja, das ist zu weit weg. Ich bin doch recht weit im Außen. Ich glaube nicht, dass das so weit außen ist. Ich kann mir vorstellen, dass es da oben ist. Das ist prädestiniert, würde ich sagen. Aber ist es das wirklich? Sofort, wenn ihr dran bleibt. Ihr kriegt, jeder, der jetzt dran bleibt, kriegt von Jan übrigens auch gratis Pommes. Nein. Das ist nicht wahr. Warum sagst du dazu nichts? Ich hab Nein gesagt, das ist nicht wahr. Wir können es ja ausprobieren. Selbst wenn ihr es nicht bekommt, dann habt ihr wenigstens hier gute Bildung bekommen. Das ist auch so not too far. Die Geräusche von dem regen mich so auf. Ich gar nicht. Maschine. Das ist übrigens auch Jans Spitzname. Sehr gut. Ja, hier vorne kannst du langsam sein. Ich sag mal so. Killen in Bezug auf ein gewisses Mobiliar. Da hat Jan schon Erfahrung. Alter, im Ernst? Das hat gerade so gut gepasst. Hier ist es. Oha. Der Lapis-Schwanz. Gut.
Ein seltsamer, wie ein Schwanz geformter Stein scheint eine gewaltige Kraft in sich zu bergen, die so wunderschön als auch eine robuste Rauheit ist. You did it. Wow, wow! Du hast es geschafft. Du hast die 7 Steine gesammelt. Das bedeutet, dass wir endlich erreicht haben, wofür wir auf diese Insel gekommen sind. Miau. Danke, Erik. Ich zeig dir zwar nicht immer, aber ich bin dir sehr dankbar für alles, was du getan hast. Miau. Der Rest der 3 Steine wurde bereits im Tresorraum verstaut. Lass uns also zur Basis zurückgehen und Herr Blechhammer die gute Nachricht überbringen. Miau. Ja, wir suchen jetzt erstmal noch ein paar Schätzchen. Die hätte ich auch gesagt. Damit sich das auch mal lohnt und ihr bleibt bei uns. Bleibt bei uns, verlasst uns nicht. Wie gewisse andere Leute. Damit meine ich nichts, was man. Nein, damit meine ich die Diabus. Wie kommt ihr auf die Idee? Da muss das mal am Boden kommen, ja? Also, du kannst doch nicht ein Baby töten, bevor es auch geboren ist, beispielsweise. Doch. Na gut, dann muss ich Mama töten. Hey, da ist eine Kiste. Na, seht ihr Leute, so finden wir auch Kisten. Eine krasse Kiste. Ah, yeah! Killermaschine, Juwel. Natürlich. Na, die müssen wir halt auch noch alle finden. Guck mal, das Ganze wie Firlefanz. Da kann Spaß, da kann ja ganz viel Spaß mit haben. Soll ich das holen? Ja, ein bisschen geht schon. Bevor wir hier gar nichts mitnehmen, ist das okay. Na gut, du gehst in genau falsche Richtung, okay. Jump. Was hast du vor? Sachen suchen. Aber da war doch Firlefanz auf der Karte. War gar nichts. Da waren 2 direkt bei uns in der Nähe und du läufst die falsche Richtung. Hast du deine Brille auf? Ja. Nur zur Sicherheit. Du das nicht weh, wenn man immer lächelt? Irgendwann schon, ja. Alle am Boomerang. Da 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 da. Ich liebe es. Nein, Quatsch. Here we go. Spaß, Spaß, Spaß. Schätze, Schätze. Dubi, dubi, dub, dub. Where could that be? Hey, it's close. Bei dem Baum. Weilbaum. Heißt hier ist close. Where could that be? Oh, dran vorbei. Hey, it's close. Denn es ist close. Und wenn der sagt, das ist close, hey, dann ist es close. Engaged. Ah ja, Fire Emblem. Nein. Er hat gesagt, wir sollen Fire Emblem spielen. Hast du das nicht gehört? Ja, ich merke das schon. Das Spiel wollen wir sagen. Wo denn? Das ist so nervig. Und dann auch noch dieses Schwein dabei. Keine Ahnung, wo das sein soll, ne? Jetzt zeig ich mal nochmal die Bilder ein bisschen näher. Nein, nicht den Firlefanz. Whip, whip. Better get this appraised. Where could that be? Hey, it's close. Das muss doch auf dieser Ebene sein. Das ist doch nicht weiter unten, oder? Nimm sie und lauf mit ihr, dann geht's schneller, oder? Ich hier bleib. Ach, da vorne ist es.
Oh nö! Ja, von mir aus kann man das auch noch machen, das ist nicht so schlimm. Das wollte ich nicht. Oh Mann. Na gut. Da ist jemand enttäuscht. Ja. Ja, jetzt kann sich Protektor Ick mal beweisen. Oder sterben. Ja, er hat ja nicht mal Medaillen. Ich hoffe, da kommen auch gleich ein paar. Oh Gott, Jan! Ah! Klingt ja schon mal sehr gut an. Hauptsache Protektor hat überlebt. Ja. Celine! Das nicht gereicht hat für ein Level-Up. Skandal. Komm nochmal Metallviecher. Ja. Naja, ein Roboter ist ja schon metallisch. Und du kannst Ultis ansetzen, wenn du magst. Was meinst du? Eine würde ich schon einsetzen, bevor du stirbst. Ich glaube, wenn du stirbst, sind halt alle Schätze weg und das ist halt scheiße. Deswegen solltest du dich, bevor du da reingehst, nochmal heilen. Wack, wack. Alter, jetzt geht's aber ab. Jetzt hat er ungefähr die Hälfte von uns erreicht. Ja, sag ich doch, das passt schon, dann mach das. Ich zweifle immer noch. Ja, ja, mächtiger Gegner, du mich auch. Na, wer ist es diesmal? Henker? Ja. La Maschine. Da ist der beste Freund von Protektorik. Oh, das war gar nicht so schlecht. Oha! Der kann ja nix! Was machst du? Guckt, ob ich noch bessere davon hab. Jetzt wäre halt auch so gut, wenn wir uns die einfach mal hätten geholt. Teilweise. Ja, ist schon gut so. Ja, was war das für eine Anzeige da? Ja, das ist mir nicht egal. Keine Chance. Gut. Haben wir diesmal mal Gold? Sind wir mal unter 2 Minuten? Nee. Ich sag 2:06. Oha! Krasse Sache. I guess we're done here. Guess ich auch. Ja, gleich gehst du was gegessen. Das dauert noch ein paar Stunden. Ja, dann schläfst du schon. Ja, das war der Schatz, den wir wollten, der... Naja. Gefühlt sind das immer da Schlagwaffen, die man da bekommt. Ja. Macht ja in so einem Ding auch Sinn, irgendwie so ein bisschen. Ja, das stimmt. Oh, wir können sogar Zug fahren. Machen wir auch. Ist da oben? Hey, it's close. Where
could that be? Huh? Hey, it's close. Ist das jetzt da oben? Nee, noch weiter oben glaube ich nicht, oder? Knapp, daneben ist auch vorbei. Mal gucken, was gleich abgeht. Bin gespannt. Und ich hoffe irgendwie, dass wir damit jetzt das Feuer bekommen, unser nächstes Level. Warum? Als so. Geldlevel? Ja. Was? So viel? Bin gespannt. Kann sein. Let's get our new treasure appraised. Ach Mann. Komm, keine Doppeln jetzt. Das war mies. Wird schon. Also die Axt könnte man schon haben, aber es gibt halt verschiedene Äxte. Hella, wer bist du denn? Kobi, die Statue eines fröhlichen jungen Mannes, der mit seiner Schwester und einer Menagerie an Monstern auf Reisen ging. Ein Bumerang. Eine Jagdwaffe, die nur für den Einsatz auf dem Schlachtfeld abgewandelt wurde. Ein Gusseisen-Bihänder, ein schmuckloses Schwert für tüchtige Abenteurer, die mit beiden Händen gehalten wird. Oh oh, das. Wer bist du denn? Ein winziger Prinz. Statue eines Prinzen, dessen stechender Blick bis in die Zukunft reicht. Okay, glaub, die waren ja schon sehr enttäuschend, ja. Oh, vielleicht. Dadurch? Ja, gut. Das müsste ja reichen, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich muss nicht sein, je nachdem. Ja. Ach, das Oha, stimmt. Ah. Oha. Ja. Ja. Ja, gut. Platinjäger. Platin, Alter. Platin. Was ist denn das? Der Basis ist mehr los. Alter. Wie sieht's denn jetzt aus? Die Beziehungen zu anderen Teams haben sich stark verbessert. Platin, Platin. Was? Nee. Basis. Was auch immer. Platin, ja, Pokémon Platin ist gut, ja. Alter, was? Alter, der Tresen. Ah! Ja, Leute, wir gehen jetzt auch für unsere ein rein Gold-Team. Ach, du lieber Gott. Das ist zu viel. Nein! Glaube wohl. Das Rote da ist später. Aber ist vielleicht gut. Dann machen wir das noch und am Ende nächsten Part sprechen wir mit Herr Klappermann. Ja, Herr Blechheimer. Alter, wie sieht's hier aus? Ich dachte, das eine war übertrieben, aber das. Oha, die Level. Ja, hi. Ja, und da springt er auf mich zu, ich sehe das. Aua. Komm, der Tod ist uns auch fast tot. Wir haben das gleich geschafft. Die sind gar nicht so krass, wie sie tun. Ein Protector Egg kriegt man ein paar Levels hoffentlich. Wir hätten eine Ulti. Wir waren gut gegen den.
Alter, wie so ein kleiner Piratenhut hat. Bum bum. Normaler Stein. Tada. Ich habe gar nicht gesehen, wie viel wir für das nächste Level brauchen. Eine Milliarde? Ich habe auch nicht. Habe ich auch nicht gesehen. Alter, das mit Tiny-Schwert ist gerettet. Gut. Wie es einfach aussieht, dann war's das für diese Folge. Wir machen uns jetzt erstmal hier ein schönes Leben. Und im nächsten Part geht's. Starten wir wahrscheinlich das Finale, nehme ich an. So langsam. Ja, Jan sucht sich hier nochmal im Geld. Ist ja, wir sind ja, ist ja krass als Dagobert. Der hat nämlich nur Geldspeicher. Wir haben sogar Geldwasserfall. Es ist ein Geldfall. Warum sieht das Dings draußen so komisch aus? Ich hoffe, es hat gefallen. Und ich halte auch in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Quest Treasures wieder ein. Also, und ich verpasse ein Like da lassen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.